Es war schön. Paddeln. Im zweiten Jahr waren dann immer so 40 Leute an der Schleuse. Es dauerte dann immer so 2,5 Stunden, bis man da mal durchkam. Aber total toll. Und es hat mich an ein Lied erinnert, das ich mal geschrieben habe. Und zwar im Jahre 1912, genau gesagt am 15. April 1912, versank ja das berühmteste Schiff der Weltgeschichte, die Titanic, in den Fluten des Nordatlantiks. Und man muss dazu sagen, das war ja ein irisches Schiff, das wird immer so dargestellt, als wär das so ein englisches Schiff, das stimmt ja gar nicht. War ein irisches Schiff, das ist gebaut worden in Belfast, auf der Werft Harland & Wolff, mitten in Belfast am Hafen. Und erdacht von irischen Ingenieuren, erbaut von irischen Arbeitern. Das waren ja alles Billiglohnkräfte, würde man heute sagen. Und natürlich waren irische Matrosen an Bord bei der einzigen Fahrt. Und da haben wir so, das Lied, das passt ja gerade, oder? Ja, und was soll ich sagen? Vor die Wand gesetzt hat es ein Engländer, Captain John Smith aus Southampton. Und das ist die Geschichte. On the 11th of April, 1912, the Queen of the Ocean started her life with 1,300 passengers, and she sailed out from Cork, led by 900 sailors on her way down to New York. Of the century, woo, pride of the White Star Line, woo, how you became a wet reliquary, woo, oh, victim of the brine. On the 14th of April, at 11:40 p.m., an outlook guy named Freddy Fleet, the alarm bell, he did ring. Help! Captain Smith, he gave the order. Half steam ahead, he cried. Steamer got a narrow shave from a giant in the night. Woo! Little of the century, woo, pride of the White Star Line, woo, you became a wet reliquary, woo, a victim of the brine. The water filled the liner. Death struggle takes 3 hours. The operators working hard, an emergency emors. Oh California, oh, can't you hear me? And is your wireless working there? Well, it's hardly end. His ragtime band played a tune called Derriere. On the 15th of April, or 1912, the Queen of the Ocean had ended her life. 18 lifeboats were in store, 700 for to save.
but 1500 passengers rest in their icy graves. Whoa, a riddle of the century. Whoa, a pride of the White Star Line. Whoa, you became a wet reliquary. Whoa, a victim of the brine. Ein seltenes Tier mitgebracht, nämlich die Lahnmöwe. Die ist meistens an einer von den Schleusen, sitzt sie da auf dem Schleusenstein. Und hier ist sie, die Lahnmöwe.